kleiner Kabinenfund von unserem Neuzugang Attila. Es gibt Selbstbewusstsein und dann gibt es Selbstbewusstsein. Geil. Liebe TSG-Fans, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei TSG TV. Thema heute der DFL Media Day. Unsere Jungs haben sich in Schale geschmissen, sind in die Arena gefahren und werden heute fotografiert, gefilmt. Und ich nehme euch mal wieder mit hinter die Kulissen. Willkommen, Freunde der Sonne, pünktlich zum Media Day die Sonne rausgekommen. Vorhin absolut wie die Haifische rumgesprungen im Wasser. Rosan. Attila hat bei Fenner gespielt. Stimmt. Du bei Gala. Stimmt. Gab's Ärger? Noch nicht. Gleich. Feature maybe. Ja. Wir machen Pantomime. Wer bin ich? Nee. Warte. Der da. Halt. Und du? Oh. Eins. 2, 3. So, Mannschaftsfoto ist im Kasten. Wir fragen direkt mal unseren Clubfotografen Hassan, ob es was geworden ist. Hassan? Ja. Lass mal sehen. Selbstverständlich, guck doch mal dahin. Alle lachen, alle freuen sich. Bist du zufrieden? Und haben die Augen. Ich bin zufrieden. Wir haben ihn nicht bezahlt, das zu sagen. Nein, nein, nein. Ich bin freiwillig hier. Hilfe, Hilfe! Ihr seht, wir haben es immer mit absolut hochprofessionellen Menschen zu tun hier bei der TSG. Dann gucken wir mal, was der Rest der Hochprofessionellen da draußen so treibt. Kann so nicht. Und los geht's. Ja, Tor! Woo! Yes! War abseits. Ich habe gerade den Kollegen Bischof gesehen, dem muss ich nämlich noch was geben. Und zwar ist von uns am Fanabend im Trainingslager dieses Foto hier entstanden. Das habe ich neulich von einem Fan ausgedruckt geschenkt bekommen. Aber natürlich zweimal. Und eines davon. Nur eins von beiden, das andere muss ich behalten. Du siehst so gut aus. Ich hätte gerne eine persönliche Widmung und du darfst dir überlegen, was du draufschreibst. Mit Schönschrift extra. Nicht gucken, noch nicht gucken. Noch nicht gucken? Oho, oho, was haben wir da? Ich hoffe, dir gefällt's. Tom, ich danke dir. Immer gerne. Dann tauschen wir einmal. Darf ich auch eine Unterschrift von dir drauf haben? Soll ich das halten? Was soll ich? Okay, ja. Ja, komm, wir tauschen. Ich möchte auch eine Widmung. Eine Widmung? Ja. Aber ich darf noch nicht sehen. Ich hab dir sogar noch ein Bild dazu gemalt. Viel Spaß! Da gehen wir mal mit. Da gucken wir mal, was da passiert. No, 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 no. Oh, doch, 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 doch. Oh, doch. Hallo. Hallo. Alles klar. Sehr gut. Wir sind alle ready. Kamera läuft. Pellegrino Matarazzo, TSG Hoffenheim. Viel besser kann man es nicht machen, wenn man da was rein. Also, ich finde, man hätte das schon besser machen können, aber das darf ich nicht. Hast du gezickt? Ich hab kein Make-up bekommen. Nein, jetzt würde ich mich fragen, ob du es nicht brauchst. Das ist eine gute Frage. So, Thomas, du bleibst nicht ganz im Gesicht, weil ich habe mein Gesicht. Dass du da wieder dabei stehst. Macht immer wieder Spaß, ne? Ich konnte gerade nachts kaum schlafen, weil ich mich so gefreut habe, mit dir hier zu sein. Wenn ich dann die Vorfreude in den Augen von den jungen Spielern sehe, das ist, da geht mein Herz auf. Warte, gucken wir mal, die Vorfreude der jungen Spieler. Ja. Ja. Geht die Freude auf? Die Augen, meine ich. Geht die Freude auf oder die Augen? Weißt du, ich habe schon einen Grund, wieso ich immer bei dir sitze. Da passieren einfach die lustigsten Dinge. Wie macht sich der Youngster? Super. Wie
bisschen Rookie-mäßig noch. Das sind die Anfängerfehler. Ich glaube, ich habe es gefunden, das ominöse Brand Tent. Und da geht gleich unser Goat hin und wir laufen ihm einfach nur hinterher. Bitte. Und André. Jawohl, genau so ein Blick. Super. Und Timon. Und dann André gleich Kamera gucken und Kamera. Jawohl. Ich stelle dir die Fragen. Wir können ja mal die Rollen wechseln. Wir können die, Attila hat mich gerade. Ich mach mal ein Interview mit dir. Du machst ein Interview? Okay. Ja. Also, wie hast du dich heute gefühlt? War super. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Und du? Freut mich zu hören, ja. Ich gleichfalls. Also, jetzt relativ schnell fertig geworden. Gut gearbeitet. Und jetzt gehe ich mich umziehen. Und dann, was steht heute noch so an? Jetzt habt ihr ja frei. Ja, jetzt haben wir eine Wohnung gefunden mit meiner Freundin. Und heute ziehe ich ein. Viel Erfolg. Ich jetzt direkt einsuche. Einfach nur nehmen und reinballern. Fuck, ey. Können wir nicht Lattenschießen machen? Yeah. Kann alles. Das war gar nicht schlecht. War okay, oder? Sah gut aus. Oh. Siehst du da hinten deinen Mitspieler sitzen, ganz da hinten in der Ecke, der Ju? Ja. Der wartet auf dich. Der hat gesagt, du musst jetzt den nächsten reinmachen und dann seid ihr fertig für heute. Ach, wartet der wirklich? Ja, das denke ich mir ausnahmsweise nicht aus. Oh. Ah, der war gut. So, Freunde, Media Day ist fast rum. Ich mache jetzt noch mal eine Verabschiedung mit Bülti. Dein einziger Job ist es, wenn ich zu dir zeige, Ciao zu sagen. Wow, das klappt richtig gut. Liebe TSG-Fans, das war's mit dem Vlog von Media Day. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.